Wir können außerdem das hier auch automatisieren, Horny, ne? Du hättest hier zwei Produktionsstätten oder sogar nur eine, glaube ich, anschließen müssen. Und dann können die Dinger direkt gecraftet werden an der Produktionsstätte, die Akkumulatoren. Let's start again. Moin, die Zerberster und Zerbersterinnen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio zusammen mit dem Hornio. Und wir sind hier immer noch dabei, alles zu automatisieren und in Sprung zu bringen. Und ja, damit alles hier gut läuft, da sind wir immer noch dran. Geben unser Bestes, Leute. Aber das ist nie genug hier bei Factorio. Denn Factorio setzt immer noch einen drauf, oder Horny? Wie siehst du das? Ja. Ich bin gerade hier in meiner Position ein bisschen überfordert, weil ich gerade am Überlegen bin, wie ich das hier am besten alles gestalten kann. Frag mich mal, ich bin seit einer ganzen Folge hier die ganze Zeit diese scheiß Module noch am Craften. Weil das richtig lange dauert. Denn die Module machen alles nochmal schneller. Was für Module? Ja, so Chips, die kannst du in die Öfen und so setzen. Und davon lasse ich gerade 14 Stück herstellen. Das dauert Ewigkeiten. Wir müssen das auch automatisieren später, dass wir schön die ganze Zeit Module haben, wie bekloppt. Also wir müssen auf jeden Fall Akkumulatoren jetzt gleich mal haben. Ich habe noch 25 Stück in der Schleife, aber das wird voll lange dauern, bis er die macht. Und deswegen musst du jetzt Akkumulatoren erstmal ganz schnell herstellen gleich. Sonst haben wir echt ein gewaltiges Problem bald, Horny. Ich bin auch gerade noch am Produzieren. Es dauert noch einen Moment. Ja. So, Beton ist jetzt bald aber auch erforscht. Sehr schön, dann haben wir den auch. Dann müssen wir uns da auch keinen Kopf mehr drum machen. Moment, der hat hier die ganze Kiste schon sehr schön weit voll. Hä, warum funktioniert der nicht? Warum funktioniert dieser Ofen hier nicht? Welcher? Hier. Der Lichtbogenofen. Hä, jetzt läuft er weiter. Ach, die Kiste hier von dem ist leer. Hier kommt kein Stein mehr rein. Links in oben. Oben ist doch noch mit Dampfmaschinen. Weil das so weit weg ist. Ach so. Ja, aber jetzt läuft das wieder weiter. Ich habe das schön wieder befüllt. So. Okay, ja, das haben wir auch alles schon mal. Pack oben nochmal Kohle rein. Ja. Weil hier oben eine Stromleitung hinziehen, das lohnt sich nicht. So. Machen wir den ein bisschen schneller und den. Ich verteile das auf beide, obwohl... Ich glaube, das ist schwachsinnig. Ich mach's nur auf einen. Ja, dann geht der eine sehr schnell hier. Sehr gut, dann hat der nämlich jetzt schon Module drinne. So, und wir haben hier auf jeden Fall ordentlich Stahl jetzt schon. Also die Stahlproduktion, die läuft jetzt, Horny. Aber sowas von läuft die schon. Das kann ich dir aber sagen, hör mal. Stahl oder Eisenproduktion? Stahl, die ist gut am Laufen jetzt. So, wir haben das erforscht. Dann müssen wir uns jetzt an die nächsten Sachen ranwagen. Da machen wir jetzt erstmal hier diesen komischen Gürtel. Den lassen wir jetzt noch forschen. Beton können wir jetzt mittlerweile herstellen. So, zack, 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 zack. Alles läuft hier auf voller Leistung. Also die Akkumulatoren, die kommen noch hinterher. Schon mal ein gutes Zeichen, wenn die hinterherkommen. Ja, die hier unten gucken. So. Wir haben ein paar Batteriechen zack. Für mich. Machen wir hier auch noch ein bisschen was rein und hier viele auch viele Akkumulatoren noch. Willst du nun haben? So viele, wie du daraus craften kannst. Brauchen die ganz dringend. Ganz, ganz dringend. Ja? So. Okay. Hier werde ich auch nachher Module reinmachen. Das wäre da schön. Ja, die sind jetzt leer. Ja, jetzt ist der ganze Strom weg. Ja. Aber es lädt sich gerade wieder alles auf. Die halten das gerade so aus, siehst du? Deswegen, wir brauchen Akkumulatoren ohne Ende jetzt. Akkumulatoren ist gerade das Allerwichtigste, was wir brauchen. Haben sie uns ein riesen Problem hier. Die Solardinger kommen hinterher. Aber wir müssen das irgendwie ausgleichen jetzt. Junge, Junge, Junge. Mhm.
Aber die Produktion kommt nicht zum Stillstand. Bevor der Strom okay. also komplett weg ist, ist doch genügend, also fängt schon das Solarding wieder an. Wenn jetzt da, wenn wir jetzt den Tag über schön Akkumulatoren reinballern, dann klappt das noch alles. Wir brauchen aber auch noch Solarplatten, ne? Ja, ja, die sind die ganze Zeit in der Produktion. Die Solarplatten sind aber nicht das Problem. Die kriegen die Akkumulatoren aufgeladen komplett. Für die ist das kein Problem. Wir brauchen Akkumulatoren ohne Ende. Naja, du musst bedenken, wenn ich mehr Akkumulatoren brauche, wollen die auch mehr Solarplatten haben. Ja, aber guck doch mal, wie die aufgeladen werden. Guck doch mal, die sind doch schon wieder voll. Und der Tag hat jetzt richtig begonnen erst. Bei mir ist noch nicht mal ein Viertel voll bei den Akkumulatoren. Hä? Ach, warte mal. Jetzt, ach nee, ich war gerade aus Versehen auf dem Solardingern. Aber guck doch mal, der lädt die ja dicke auf bis heute Abend. Da kommen die hin. Dicke kriegen die das hin. Da haben die kein Problem mit. Wir müssen halt nur gucken, dass wir genügend von denen jetzt erstmal haben. Und die Solardinger sind ja automatisch die ganze Zeit in der Produktion schon, ne? Darfst du nicht vergessen. Ich glaube, ich muss mal die Plastikproduktion da, aber die ist, glaube ich, unterbrochen. Das forschen wir jetzt als nächstes erstmal. So. Ja, gleich werden die Chips auf jeden Fall gemacht, dann werden noch schneller Solarmodule gecraftet. Das wird gleich noch mehr abgehen. Ja, die füllen die auf. Ja, mal gucken, ob die das jetzt in einem Tag schaffen. Eigentlich scheint ja sehr lange die Sonne. Können wir ja gleich sehen. So. Dann kommt jetzt noch mal eins hin. Ja, ansonsten müssen wir hier den Solarpark auf jeden Fall ordentlich groß machen. Ja, ich sag ja. Eine ordentliche Größe ist da wichtig hier. Beim Solarpark. So, jetzt werden die ersten Module hergestellt. Mm. Endlich mal. Dann können wir nämlich jetzt hier ein bisschen die Produktion ankurbeln. So. Hast du bei dir jetzt unten gerade auch eine zweite Leiste bekommen? Bitte? Unten, wo du deine Sachen in der Leiste drin hast? Ja, ja, das habe ich erforscht gerade. Dass wir die kriegen. Okay. Ah, hier machen wir mal lieber blaue Arme dazwischen, Leute. Dann geht das alles was schneller, ne? Das ist dann besser. So. Zack. Genau so. Sehr schön. Und jetzt produzieren die nämlich viel schneller, die Solardinger schon. Brauchen die Solardinger eigentlich 5 Stahlträger? Okay. Ja, mal gucken, ob das in dem Tempo eigentlich reicht. Da haben wir das nämlich auch. So, dann hauen wir hier jetzt schon mal was rein. So. Besten wäre es, wenn wir natürlich nochmal eine zweite Dings hier finden. Wir produzieren auf jeden Fall den Stahl mehr als genug. Das Eisen nach. So. Oh, ich da unten. Da unten haben wir vielleicht sogar noch eine Ölquelle. Haben wir da noch eine Ölquelle? Sehr gut. Da haben wir. Die Produktion läuft auf jeden Fall schon mal gut. Ja. So, jetzt aber die richtigen Ölquellen sind leider bei den ganzen Aliens. Ja. Ja, die können wir jetzt bald entfernen auch. Ich bin dabei, dass wir uns immer mehr in die Richtung entwickeln. Guck mal, was ich gerade am Forschen bin. Verteidigungstechnik 3. Und die Solardinger kriegen die Akkumulatoren dicker aufgeladen. Das ist kein Problem, die sind komplett voll gerade wieder. Hast du denn jetzt noch welche nachbauen lassen, Horny? Ich platziere die doch oben schon die ganze Zeit. Okay, wir brauchen da echt viele. Ja, ja, ich bin hier unten bei wo die Batterien produziert werden, bin ich gerade. Die Maschinen fressen nämlich jetzt langsam immer mehr Strom nach und nach. So. Ja, wir werden sowieso, später wird die halbe Karte aus Solar und Akkumulatoren bestehen. Ja, ja, vor allem, wenn wir erstmal Laserdinger haben, dann wird's richtig heftig. Weil die Laserteile, die verbrauchen halt unfassbar viel. Ja, hast du gerade das ganze Kupfer rausgenommen? Ah, hier ist nochmal ordentlich was gewesen. Nein, wir haben noch jede Menge Kupfer. Ja, ich hab's gerade gesehen, ich hab jetzt alles genommen erstmal. So. Wir haben auch noch jede Menge Kupfererz, ne? Hm. Eisenerz haben wir ja auch jede Menge. Ich glaube, da werde ich mich auch mal gleich drum kümmern, dass ich erstmal 2-3 Öfen und so hinsetze, so nebendran und werde die Dinger da bestücken.
das alles ja, das Eisen, wird. Das Eisen, das geht schnell hier. Da sind auch noch jede Menge Kisten, ne? Da habe ich mich sehr gut drum jetzt bemüht hier mit dem Eisen. Ich meine die Eisenkisten. Hast du die gesehen, die alle voll sind? Ja, ja. Die lasse ich jetzt gleich alle ausschmelzen hier. Ich habe jetzt erstmal gemacht, dass die Öfen halt ultra schnell sind, damit die das gegenproduzieren können quasi. Das ganze Eisen erstmal. So. Ja, die Akkumulatoren, ja, die ziehen sich jetzt gerade schon leer. Das geht ordentlich ab da. Ja, da müssen wir jetzt mal drauf achten. So. Wir haben auf jeden Fall schon wieder schön gut Solarzellen bekommen. Also da bin ich echt gut am Nachproduzieren die ganze Zeit. Jo, jo, jo. So. Batterien sind auch wieder ein paar. Sehr gut, das läuft schon mal hier sehr schön automatisch. Da müssen wir uns jetzt nicht mehr so groß Gedanken drum machen. Ja, hier muss jetzt wieder Eisen rein. Eisen, 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 Eisen. Grüne Tränke haben wir mehr als genug gerade. Die Produktion läuft auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, wir können ja gleich mal gucken, ob wir hier die Motoren, die neuen, erforschen. Da gibt es dann nämlich, denke ich mal, auch neue Möglichkeiten, Strom zu gewinnen. Elektromotor gibt es zum Beispiel. Die Akkumulatoren sind leer. So, ja. Ja, wie gesagt halt, bei mir werden jetzt gleich werden bei mir 25 Stück hergestellt, dann haben wir genug. Akkumulatoren. Ja, ja, ich lasse gerade gleich 25 Stück craften. Die kommen jetzt nach den zwei Lichtbogenöfen. Hast du so viele Batterien noch? Ja, ja, ich habe richtig viele im Inventar. Also die sind jetzt aufgebraucht, weil die jetzt in der Schleife sind halt, ne? Ach so, ja, die hättest du mir geben können in dem Zeitraum, ne? Hätte ich nicht da unten. Ja, ich habe die ja schon müssen. Die ganze Zeit gecraftet. Die sind ja die ganze Zeit schon in der Schleife drinne, weißt du? Bei dir in der Produktionsschleife in deinem Inventar. Ja, wir können außerdem das hier auch automatisieren, Horny, ne? Du hättest hier zwei Produktionsstätten oder sogar nur eine, glaube ich, anschließen müssen. Und dann können die Dinger direkt gecraftet werden an der Produktionsstätte, die Akkumulatoren. Da muss ich mir die unten immer nur aus der Kiste rausnehmen, die neuen, immer am Anfang des Tages oder so. Weißt du? Hättest du auch machen können. Meinst du, dass die Batterien hochfahren? Bitte? Meinst du, dass die Batterien hochfahren? Wie hochfahren? Ach so, ich weiß, was du meinst. Ja, warte, welches? Hey, welches ist denn das? Ist die erste oder die zweite Montagemaschine? Du brauchst nur die erste für beides, weil die bestehen nur aus zwei Bestandteilen. Du könntest halt bei der zweiten kannst du nur Module reinmachen, aber das ist jetzt nicht wichtig gerade. Die brauchen wir eh nicht, die Module. So, zack, dann schließen wir hier erstmal noch Kisten an. So, und jetzt können wir das vernetzen. Sehr gut. So, und dann kommen hier nochmal zwei Chipkarten rein, dann geht das auch nochmal schneller alles hier. Sehr gut. So, die Forschung haben wir abgeschlossen. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal Lasertürme forschen wir jetzt langsamer. Wird jetzt langsamer Zeit. So, wie viele Solardinger sind da? Oh, 5 Stück schon wieder. Sehr gut. So, ich habe jetzt schon mittlerweile 6 Akkumulatoren wieder, die ich da hinbauen kann, nämlich. Oh. Sehr gut. So, und dann kommen jetzt hier noch Solarpanels hin. Ja, wir müssen mal ganz kurz schauen. Also, wir haben Produktion 8,6 MW, Verbrauch 8,6 MW. Okay. Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir das ausgeglichen kriegen jetzt hier. Ah, schön Akkumulatoren herstellen. Bin ich mal gespannt, ob die gleich halten werden.
So. Hier brauchen wir gleich wieder Stahl. Schön. Bei den Solarpanels. Ja, wir müssen jetzt erstmal den Stromausgleich hinbekommen. Und wenn wir den haben, dann können wir nämlich uns daran machen, wieder weiter schön auszubauen. Automatisierst du das jetzt mit dem Bau der Akkumulatoren? Horny. Ah, warte mal, ich muss gerade hier was gucken. Irgendwas stimmt hier nicht. So. Ah. Zack. So. Hier war gerade alles ohne Strom, okay. Ja, weil ich die Leitung kurz kappen musste. Ach so. Horny direkt sich in die Hose gekackt. So. Ja, wir brauchen jetzt bald die nächsten Tränke, ey. Ich forsche jetzt schon einfach alles kreuz und quer, so was wir noch machen können. Ah, da sind noch einige Sachen übrig. Dann forschen wir jetzt als nächstes erstmal Elektrotechnik, die neue. Sehr schön. Da haben wir jetzt wieder ein paar Akkumulatoren hier auch. Ha. Jetzt müssen wir auf jeden Fall wieder Solarpanels herstellen lassen. Schön fleißig weiter. Ich bin am überlegen, ob ich wirklich zwei Städten baue jetzt für Solarpanel-Herstellung. Weil ich glaube, das brauche ich mittlerweile, um da oben echt ordentlich noch mehr hinbauen zu können. Was wolltest du machen? Dass ich noch eine Produktionsstätte für Solarpanels anlegen tue. Kannst du die nicht verbessern mit der Forschung? Dass sie eine höhere Kapazität Nein, haben? Nein, gibt es leider nicht. Finde ich auch sehr schade, dass sie das nicht ins Spiel gebracht haben. Dass man die verbessern kann. Das wäre halt echt geil gewesen. Da müssen wir jetzt gucken eben. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, machen wir das so. So, sehr schön. Ja, da kriegen wir auf jeden Fall ordentlich Solarpanels mittlerweile. Das läuft schon mal sehr gut. Also die Stahlproduktion ist auch gut am Laufen. Ja, vielleicht sollte ich überlegen, dann da zwei Öfen noch gleich hinzuhauen. Oder drei, müssen wir mal gucken. So. Ja gut, Akkumulatoren haben wir auch noch. Jo, die werden aber nicht mehr rechtzeitig aufgeladen. Jetzt verbraucht sich das gegen gerade. Wir haben sehr viele Sachen gerade, die Strom fressen. Kann das sein? Wir haben nur Sachen, die Strom fressen. Ja, jetzt wird's über Nacht wird's jetzt auf jeden Fall einen Totalausfall geben. Definitiv. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall gucken, dass wir gleich das mit den Solarpanels, die müssen jetzt nachbestückt werden. Aber warum verbrauchen wir auf einmal noch mehr Strom als vorher? Hast du irgendwelche Geräte noch neu gebaut? Ich meine, ich habe hier die Hochöfen, die Lichtbogenöfen nachgebaut, ne? Und einer verbraucht schon ordentlich. Ja, ich habe auch jede Menge gebaut. Ja gut, dann hätten wir darauf achten müssen. Jetzt geht alles runter gleich. Ja, ist alles auf Rot. Gleich kein Strom mehr. Und gleiche Strom weg. So. Aber bei mir geht's eigentlich bei den hier oben bei den Sachen. Genau. Jetzt. Alles aus bei mir. Ja. Hier unten. Ja, jetzt ist alles aus. Ja, da haben wir jetzt echt ein Problem, Leute. Da müssen wir jetzt gucken, der Horny und ich, dass wir hier erstmal jetzt ordentlich Solarpanels gleich bauen lassen. Also da werde ich jetzt mich drum kümmern. So. Aber das nimmt. Zack. Aber meinst du nicht, dass das irgendwie so nicht produktiv ist? Ja, so viel, wie du hier schon hingebaut hast? Das ist auf jeden Fall produktiv. Wir müssen das halt nur schnell genug nachbestücken. Ne? Klar, wir werden auf andere Sachen auch noch zugreifen müssen, aber das ist schon mal gut, wenn wir sehr viel damit arbeiten, weil umso weniger Smog produzieren wir, ne? Ja, das stimmt schon. Guck mal, ja. Wie lange wir schon keinen Alien-Angriff mehr hatten. Das musst du jetzt mal mitbedenken, ne? Wir haben, seitdem wir da oben von uns komplett abhängig gemacht haben, keine Probleme mehr mit den Drecksviechern.
Ich habe keine Meldung mehr bekommen, dass wir angegriffen wurden. Und das ist halt der Vorteil an der ganzen Sache, ne? Guck mal, wie lange das auch nur ausfällt. Das ist ja nur kurz. Das heißt, wir müssen jetzt einfach nur gucken, dass Solarpanels halt sehr schnell nachbestückt werden. Na, das wolltest du ja machen. Ja, genau. Und da werde ich mich jetzt drum kümmern. So. Das Problem ist halt die Lichtbogenöfen. Die fressen halt unnormal den Strom. Das ist richtig, richtig heftig. So. Zack, 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 zack. Genau. Und dann machen wir hier einen hin und da einen hin. So. Und dann sagen wir dem, der soll ein Solarpanel herstellen. Er soll den Chip herstellen. Und er soll das Kupferkabel herstellen. Genau. So, hier Kupferkabel, Chip und Solarpanel. So, dann tun wir hier Kupfer rein. Hier Eisen. Hier Stahl. Sehr gut. Läuft schon mal. Hier werden Solarmodule gut hergestellt. Sehr schön. Ja, langsam wird das ja auch ein bisschen weniger wieder und sortierter alles. Ja, übersichtlicher, ne? Ja. Alter, ist das hier im Knistern. Ja, aber die laden sich halt kaum auf, weil da jetzt zu wenig Strom reinkommt, ne? Wir dürfen jetzt nicht mehr zu viele Lichtbogenöfen oder so nachhauen einfach. Also bevor du irgendwas dran baust, immer kurz kommunizieren, weil wir müssen jetzt schauen, dass wir erstmal da genügend dran kriegen einfach. Ich werde jetzt gleich nochmal Lichtbogenöfen dranhauen, aber die haue ich unten an die Stahlproduktion, weil ich brauche halt Stahl einfach, der ist wichtig gerade. Das Einzige, was ich jetzt erstmal mache, ist die Lichtöfen also halt, dass sie schneller laufen, ne? Ja, das verbraucht noch, auch noch mehr Strom. Was, das mit den Chips? Ja. Nein. Doch, lest dir das doch durch. Da steht doch, erhöht die Geschwindigkeit der Maschine auf Kosten des Energiebedarfs. Energieverbrauch plus 50%. Ja. Wow. Und das ist heftig. Das ist ja, hier, guck mal, bei mir. Ich habe hier oben alles mit Chips. Wenn ich die rausnehme, glaube ich, dann geht das eigentlich. Müssen wir gleich mal testen. Vielleicht sind das die Chips, die so viel gerade fressen. Wir können auch Chips in die Öfen setzen, dass sie weniger Energie verbrauchen. Da sollten wir gucken, dass wir vielleicht lieber in die Richtung arbeiten, sparsam. Weil wir haben jetzt nicht mehr dieses Problem mit der Geschwindigkeit eigentlich, weil wir werden ja nicht von den Aliens groß angegriffen, ne? Guck mal, wie weit das Rote zurückgegangen ist. Das ist fast ganz weg. Das stimmt, ja. Ich nehme mal zur Not die, ich nehme mal die blauen Chips raus. Und wir gucken jetzt mal, wie schnell das jetzt schon läuft. Ich meine, Eisen tun die ja schon so schnell schmelzen. So. Ja, guck mal, wie schnell die Akkumulatoren sich jetzt aufladen. Das ist ein gewaltiger Unterschied gerade. Ja, dann stelle ich die grünen Chips her jetzt. So. Widerstände, Feuermaximal Energieverbrauch plus 30%. Ich verstehe das noch nicht, da muss ich jetzt mal gucken. Heißt, ich könnte in den Ofen. So. Bei minus 30% reinpacken, verringert den. Der geringste Energieverbrauch ist 20%. Da kann ich sogar zwei reinsetzen. Ja, ja. Da kannst du so gesehen zwei reinballern von, das geht. Dann mache ich das jetzt. Jetzt auch welche in Produktion. So, was brauchen wir denn dafür? Ah, so. Plastik, okay. Und Plastik. Ich habe jetzt hier zum Beispiel, guck mal, ey, alleine die die Lichtbogenöfen, die würden komplett alleine auskommen hier. Die würden das locker schaffen. Also das Stromnetz.
Das sind die Chips, die so viel fressen. Die nehmen unnormal viel Energie ein. Das ist echt heftig. Ja. Ja, da müssen wir echt drauf achten dann. Irgendwas stimmt hier unten aber auch nicht. Ich würde sagen, dass wir zum Beispiel die Chips nur bei dem Stahlding reinlassen. Ich tue die jetzt nur bei dem Stahlding erstmal rein, das müsste passen. Weil dann kann ich nämlich natürlich schneller Stahl produzieren lassen. Das Eisen hier, das wird so schnell produziert, das ist gar kein Problem für die. Können die ja nachher immer noch bestücken, wenn wir mehr als genug Strom haben. Wenn wir, sag ich mal, da Luxus schon haben, quasi. So, jetzt krieg ich auch schön Solarpanels. Was denn? Ich werde hier unten bei der Raffinerie einen Chip mit Produktivität reinpacken. Dass wir mehr rauskriegen. Meinst du für die Akkumulatoren oder was? Allgemein. Ja, aber das macht so, ja keinen Sinn jetzt gerade. Wir müssen ja erstmal gucken, dass wir einsparen. Ich würde lieber sagen, dass wir sparsam arbeiten. Dass wir nur die Dinger, die uns nachher einen Vorteil bringen, erhöhen. Ja, Produktivitätsmodul. Das erhöht die Produktivität von denen. Das heißt, du kriegst aus dem Zeug, kriegst du aus der Raffinerie mehr raus, was du auf was für Kosten geht das? Herstellungsgeschwindigkeit ist minus 15% und Umwelt. Du meinst ein Effizienzmodul, ne? Ach nee, du meinst Produktivität. Erhöht die Produktivität der Maschine auf Kosten des Energiebedarfs. Steht doch da wieder. Ja, aber dafür setze ich hier oben bei den Lichtbögen und so das andere rein, die grünen. Ja, ja gut, das können wir machen. Wir müssen halt überlegen, bei welchen Dingen wir das sinnvoller machen. So. Ich würde zum Beispiel sagen, bei den Eisendingern setze ich auch die grünen rein. Da lasse ich lieber gleich grüne herstellen. Ich meine nur, Kevin, hier unten ist das sinnvoll, weil wir die ganzen Materialien, die Schwefelsäure, das brauchen wir ja alles. Ja, ja. Ja, wenn, wie gesagt, wenn du das in die Lichtbögenöfen von dem Kupfer setzt, ist das ja okay. Übrigens, wir haben heute eine XXL-Folge, Horny. Wieso? Oh. Wir sind fast eine halbe Stunde am Aufnehmen schon. Weil wir hier total ins Spiel fixiert sind. Egal, also. Machen wir mal so als kleines Special eine XXL-Folge, machen wir eine halbe Stunde. Okay. So. Ich habe auf jeden Fall jetzt wieder Solarpanels. Ich probiere das mal aus. Ja? Ich probiere das mal aus mit dem Chip, ob das was bringt. Und wenn nicht, dann lassen wir den Chip halt weg. Ja. Dann wissen wir, dass der pinkne Chip Schwachsinn ist. Ich will echt mal gerne manchmal wissen, was so Zuschauer jetzt in dem Moment denken. Wenn die so sehen, so wir sind total ins Spiel vertieft. Es ist halt ein schönes Spiel, ne? Ja. So, entspannt. Jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Da haben wir das. Ach, Kunststoff. Haben wir noch Kunststoff, Horny? Nee, gar nicht mehr. Gar kein mehr. Hast du noch Kunststoff? Nee, nicht mehr. Ist alles in den Chips drin. Wieso? Brauchst du Chips, aber wieso was? Ist da ist doch unten Kunststoff jetzt wieder drin. Oder tut er da nichts rein? Wenn da jetzt was drin ist, ist was drin. Vier Stück. Ja, aber guck mal. Irgendwas stimmt. Ja, genau. Das produziert nicht. Ja, deswegen, ach so, das weil ist die Effizienz. Ja, die Effizienz nee, nee. Fehlt. Nee. Guck mal. Das unterbricht. Du siehst doch diesen pinken Strahl in dem Rohr, ne? Ja. Der unterbricht die ganze Zeit. Ja, weil das zu viel ist, den du verbrauchst. Teilweise. Und? Das läuft hier rein jetzt. Pass auf. Das lädt sich jetzt schneller auf. Guck mal. Jetzt geht das schneller. Pass auf, jetzt schließe ich das obere Ding wieder an und dann geht das langsamer. Pass auf. Ja, aber dann kann ich entweder nur Kunststoff oder nur Du kannst auch beides machen, erstellen. Aber das dauert dann länger, bis der sich befüllt immer wieder. Das dauert ja, länger. Guck mal, wir müssen eine größere Ölquelle finden dafür eigentlich. Das ist eigentlich. Das, was ich hier hinten meine, wo du gesagt hast, die versiegen nicht. Aber hier hinten, die eine Ölquelle, wo ich dran sitze, die war am Anfang durchgängig und die, das sieht aus, als wenn ich die letzten paar Ölliter da rausziehe. Keine Ahnung. Normalerweise das sollte das unendlich gehen, da steht ja immer bei, ob du das aufbrauchst oder nicht. Steht ja auch bei den Ärzten dabei. Naja, aber kann ich ja jetzt leider nicht mehr nachgucken.
So. Kann ich auch, können wir auch bessere Ölpumpen herstellen? Ich glaube ja. Muss ich gleich mal gucken, ob es da welche gibt. Dann forschen wir das als nächstes. Es gibt auf jeden Fall hier erweiterte Rohölaufbereitung. Fortgeschrittene Ölverarbeitung. Magst du das einmal erforschen? Warte mal, ich gucke gerade, ob es da bessere Pumpen gibt, aber sieht anscheinend nicht so aus. Da brauchen wir das blaue Zeug für, das haben wir noch nicht. Kann ich noch nicht forschen. Was ist ein blaues Zeug? Ja, diese blaue Forschung-Ding, das müssen wir craften lassen. Hier, Wissenschaftspaket 3, und guck mal, was das braucht. Dafür brauchen wir Batterien, erweiterter elektronischer Schaltkreis und intelligenter Greifarm. Das wird richtig aufwendig. Ich sehe das gerade nicht, warte mal. Welche Reihe ist denn das? Ja, das ist unter, hier, unter Zwischenprodukte und dann ganz unten ist das drinne. Ich habe nur Technologieliste. Aber ich würde sagen, Leute, das war's jetzt auf jeden Fall erstmal von der nächsten Folge. Heute mal so eine kleine Special-Folge XXL, weil das Spiel einfach zu viel Spaß macht und wir einfach die ganze Zeit uns hier total reinfixen. Ihr seht, wir sind hier schon echt schwer am Überlegen, wie wir das alles machen sollen. Also es bleibt weiterhin spannend. Wenn ihr Bock habt, schaltet beim nächsten Mal ein. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da und einen netten Kommentar und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!